Lichter anzünden und das Haus dekorieren. Die Adventszeit hat begonnen. Wie in jedem Jahr und doch in diesem Jahr ganz anders. Die Gottesdienste in Präsenz haben wir an diesem Sonntag in unseren Gemeinden abgesagt. Ja, sie könnten stattfinden, aber wir haben entschieden, das nicht zu tun. Aus Gründen der Sicherheit und aus Gründen der Solidarität. Aus Solidarität mit denen, die jetzt auch zu haben. Vereine, die sich nicht treffen können, oder Gastwirtschaften, die nicht öffnen dürfen, KünstlerInnen, die nicht auftreten können. Die Adventszeit war schon früher eine Zeit des Verzichts, Fastenzeit. Früher mit dem Verzicht auf Fleisch. Nicht ganz so streng wie in der Fastenzeit vor Ostern, aber doch eine Fastenzeit als Vorbereitung auf das hohe Christfest. Bei uns hat sich das verändert mit den Bräuchen zur Adventszeit. Das Fasten ist in den Hintergrund getreten. Dafür ist die Lichtsymbolik wichtiger geworden. Draußen wird es immer dunkler und wir zünden immer mehr Kerzen und Lichter an. Warten und erwarten, das ist das Thema der Adventszeit. Adventskalender und Adventskranz sind die Zählhilfen für uns bis zum Weihnachtsfest. Warten und erwarten war auch das Thema am vergangenen Sonntag, am Ewigkeitssonntag, da, wo wir den Verstorbenen gedacht haben. Da haben wir über die Erwartungen gesprochen und nachgedacht, was danach kommt, was nach dem Tod kommt. Und jetzt im Advent geht es auch um Erwartung, um die Erwartung einer anderen Welt, um die Erwartung des kommenden Heilands. Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. In dem bekannten Adventslied »Tochter Zion, freue dich« klingen diese Worte aus dem Propheten Sacharja an. Die festliche Musik von Georg Friedrich Händel verleiht ihnen einen prächtigen Glanz. Festlich und königlich. So gibt die Musik diesem König etwas, was er eigentlich gar nicht hat. Arm ist er und reitet nicht auf einem Pferd, sondern auf einem Esel. Die Bibelfesten erinnern sich daran, dass später Jesus auch auf einem Esel in Jerusalem einziehen wird. Eine Aufnahme von dieser Bibelstelle aus dem Sacharja-Buch. Ich mag nicht mehr warten. Ich mag nicht mehr warten, dass es endlich einen Impfstoff gibt. Ich mag nicht mehr warten, dass Corona vorbei ist. Ich mag nicht mehr warten, dass der lange Winter vorbei ist. Ich mag nicht mehr auf die neuesten Fallzahlen warten.
Ich mag nicht mehr auf eine bessere Welt warten, wo es Gerechtigkeit gibt, wo es keinen Hass mehr gibt. Eine Welt ohne Diskriminierung, eine Welt, die fairer ist, die gut mit den Ressourcen umgeht, ohne Rassismus, ohne Gewalt, ohne Mobbing. Wir haben doch schon so viel darüber geredet und es kann doch so schwer nicht sein. Und doch hat sich nichts geändert. Vielleicht ist der Advent in diesem Jahr ein echtes Warten, eine echte Geduldsprobe. Ohne die Geselligkeit, ohne Glühwein und Kekse, zumindest nicht so wie in den letzten Jahren, wo wir nach dem Adventskonzert noch gemeinsam zusammengesessen haben und erzählt und geklönt in vollen Räumen und die Luft hat gestanden. Oder das Geschiebe auf dem Weihnachtsmarkt mit dem Duft nach Schmalzkuchen. Das wird es alles dieses Jahr nicht geben. Vielleicht ist der Advent in diesem Jahr ein echter Advent, eine echte Wartezeit auf andere Zeiten. Warten auf unseren Heiland. Er kommt. Du mein Gott, ich warte. Ich warte darauf, dass diese Welt wieder normal wird, dass die Pandemie vorbei ist, dass nicht noch mehr Menschen erkranken und sterben. Du mein Gott, ich warte. Ich denke an die Menschen, die auf Besuch warten, weil gerade niemand ins Krankenhaus oder Pflegeheim darf. Ich denke an die Menschen, die darauf warten, dass ihr Geschäft wieder läuft. Du mein Gott, ich warte. Dass der Hass aufhört und die Liebe gewinnt, dass die Tränen getrocknet werden, dass Leid vorbei ist. Du mein Gott, ich warte auf deine andere Welt, in Jesus Christus, deinem Sohn und meinem Bruder. Amen. Geh mit Gottes Segen in diese Adventszeit. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten dein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.